Frau Zimmermann, bevor wir auf die Aussagen von Frau Reimann zu sprechen kommen, wie sieht es denn Ihrer Meinung nach aktuell aus in Sachen Gesundheitsversorgung in Niedersachsen? Insgesamt sieht es schlecht aus. Ich kann da mehrere Punkte benennen. Also das eine, was ja bekannt ist oder vielen bekannt ist, ist, dass über 350 Hausarztstellen in Niedersachsen bereits jetzt unbesetzt sind und halt auch nach Studie der Kassenärztlichen Vereinigung, also nicht von irgendjemandem, ist diese Zahl auch steigend. Also besorgniserregend steigend. Und ein zweiter Punkt ist, dass unter der Landesregierung aus SPD und Grünen in Niedersachsen insgesamt 16 Krankenhäuser schon bereits geschlossen worden sind. Das bedeutet ja, dass die Akutversorgung im ländlichen Raum nicht mehr ortsnah gewährleistet werden kann und zum Teil natürlich auch im urbanen Raum. Und ein dritter Punkt, den ich da wirklich gerne benennen möchte, ist, dass die Zahl der Kliniken seit 2013, die zu 100% dem Bund oder dem Land gehörten, fast halbiert worden sind und somit die Privatisierung in die Krankenhäuser eingezogen ist. Und das ist was, was wir ganz stark kritisieren. Das sind Dinge, die wirklich wieder rekommunalisiert werden müssen, weil Gesundheit in die öffentliche Hand gehört und nicht privatisiert werden kann. Wir können Gesundheit ja nicht zur Ware machen. Und das ist sozusagen, da haben wir die Fahrt schon aufgenommen. Würden Sie so weit gehen zu sagen, dass mangelhafte medizinische Versorgung in Niedersachsen Leben gefährdet? Das kann durchaus dazu kommen. Natürlich, wenn jemand infarktgefährdet ist und nicht entsprechend der Zeit, die notwendig ist, in ein Krankenhaus gelangen kann, dann kann das dazu führen. Ich bin natürlich nicht diejenige, die jetzt sagen kann, so und so oft ist das geschehen, weil das wird, denke ich, auch nicht öffentlich diskutiert werden, wo man hätte noch helfen können. Aber natürlich sind lange Wege immer schlecht, um akuten Krankheiten zu begegnen. Sie sagen, Gesundheit dürfe nicht zur Ware werden und Krankenhäuser dürften nicht einfach geschlossen werden, weil sie sich nicht rentieren. Wie wollen Sie das denn finanzieren? Also erstmal muss man ja andersrum fragen, wie kann man denn überhaupt auf so eine Idee kommen, dass man Krankenhäuser nur unter einem Wirtschaftlichkeitsaspekt, und zwar nur den finanziellen Wirtschaftlichkeitsaspekt stellt. Das wäre sozusagen die Frage, die dem ja gegenübersteht. Aber finanzieren kann man das natürlich, indem man eine solidarische Gesundheits- und auch eine solidarische Pflegeversicherung schafft, wo alle einzahlen. Also es gibt dann eben die privaten Dinge nicht mehr, alle zahlen in eine Versicherung ein und unabhängig auch von den Einkünften, die man hat, also ohne Obergrenze, wer wenig hat, zahlt wenig ein, wer viel hat, zahlt viel ein und die Zahlen belegen, dass dann Gesundheit finanzierbar ist. Frau Reimann hat 200 zusätzliche Studienplätze für Medizin in Aussicht gestellt und Stipendien für Studierende, wenn sie sich verpflichten, als Allgemeinarzt auf dem Land tätig zu werden. Geht das in die richtige Richtung? Also das glaube ich nicht, dass das in die richtige Richtung geht. Also wenn man sich vorstellt, dass ein junger Mensch studiert und überhaupt nicht weiß, wie seine Lebensplanung ist und auch überhaupt nicht weiß, was in seinem Leben alles passieren wird, der kann sich doch nicht mit Mitte oder Anfang 20 entscheiden, wo er sein Leben verbringen soll. Ich denke, dass es wichtiger ist, insgesamt zu gucken, wie ist denn der ländliche Raum zu stärken. Das ist ja nicht nur Gesundheit und Pflege, sondern dazu gehört ja noch viel mehr. Es muss ja interessant sein, in dem schönen Niedersachsen auch im ländlichen Raum zu wohnen, sich anzusiedeln, auch Wirtschaft anzusiedeln. Und diese Voraussetzungen müssen geschaffen werden. Dann wird das andere auch von selber laufen. Ich denke, wir müssen den Hausärzten finanzielle Anreize schaffen, auf dem Land sich niederzulassen. Diese Idee, den Studenten zu verpflichten, halte ich nicht für zielführend. Sie fordern einen Landesgesundheitsplan für Niedersachsen. Was soll der neben dem bereits Gesagten beinhalten?
Naja, also erstmal muss man natürlich Zahlen und Fakten zusammentragen, muss gucken, muss Gesundheit und Pflege insgesamt betrachten. Das wäre ein Punkt, der wichtig ist, und da kann man eben nicht nur die Krankenhäuser nehmen, müssen einmal diesen Bereich wieder in die öffentliche Hand, Gesundheit wieder in die öffentliche Hand. Das ist ein Ding. Wir müssen gucken, dass Gesundheit und Pflege und der Bedarf im Vordergrund steht und nicht die wirtschaftlichen Interessen. Das heißt, Privatisierung muss eingestellt werden und rückgängig gemacht werden. Wir brauchen natürlich eine Personalbemessung im Krankenhaus, und zwar eine bundesweit einheitlich geregelte Personalbemessung in den Krankenhäusern, aber auch in den Pflegeeinrichtungen. Wir müssen gucken, wie wir den urbanen und den ländlichen Raum versorgt kriegen. Wie gesagt, Ärzte haben wir schon angesprochen im ländlichen Raum, was da dort notwendig ist, aber das geht auch um die Zahl der Medizinstudienplätze, dass eben auch genug Menschen diesen Beruf anstreben können. Wir brauchen eine Prävention im Gesundheitsbereich und dürfen nicht zum Gesundheitsreparaturbetrieb verkommen. So, das sind alles Dinge, Infektionsschutz in den Krankenhäusern. Also das ist ein sehr umfassendes Ding, wo es darum geht, präventiv zu arbeiten und die Menschen, die krank sind, eben auch so behandeln zu können und dann so führen zu können, dass wirklich die Gesundheit und der Mensch im Mittelpunkt steht und nicht die finanzielle Ausbeute am Ende.